Das ist wahrscheinlich nur, damit er seiner Mutter noch rechtzeitig zu Weihnachten ein Christkind unter den Weihnachtsbaum schieben kann. Ist doch toll, wenn ein Mann zu dir sagt, du sollst die Mutter meiner Kinder sein. Ja, das ist schon schön. Man soll die Früchte pflücken, solange sie reif sind. Oh. Lotte, mach dich doch mal locker. In 6 Wochen geht mein Job los. Dein Praktikum? Ja, und? Nimmt dir eigentlich keiner ernst, was ich mache? Weißt du, wie gerne ich mit dir tauschen würde? Ja, dann werd doch Leihmutter. Werd du erst mal erwachsen. Hallo. Es war offen. Kann ich hier einen Schlüssel hinterlegen für den Vermieter? Dankeschön. Oben ist noch eine Kaffeemaschine und ein paar Filter, falls ihr sowas braucht. 3. Stock rechts. Wart mal. Hier. Zum Abschied. Danke. Weiß denn der Schröder, dass der Schlüssel hier liegt? Nein, aber das wird er schon merken. Tschüss. Sag mal, geht es, dass ich heute Abend mal bei dir penne? Das ist doch albern. Ich will nur mal ein bisschen nachdenken. Ach, Quatsch. Du versaust dir nur alles. Das ist ein Abgang. Kann ich jetzt bei dir pennen? Nein. Schön, dass ich immer zu dir kommen kann. Ja, kannst du auch. Wunderbar. Geh besser mal nach Hause. Ja. Ja. Wake at night. Sometimes. Lieber ist es doch in etwa nicht. Und ich, Depp, frag sie auch noch, was sie da will. Ja, und? Wie, ja, und? Ja, was sie da will. Kaninchen züchten. Ah, klar. Wie klar? Weißt du, Rainer, das war schon immer ihr Traum, Kaninchen züchten. Du hättest sie mal sehen sollen als 7-Jährige mit ihrer kleinen Schubkarre voller Löwenzahn. In den letzten Jahren hat sie bei mir einen Käfig stehen gehabt. Heimlich. Bis heute Morgen. Moment, entschuldige bitte, sag mal, verarschst du mich gerade? Rainer, die fliegt nicht. Ja, aber es hörte sich einfach eben alles gerade ganz anders an. Fahr mal in den Wald und lauf eine Runde. Das gibt bestimmt eine Bombenzeit heute. Die Lotte kommt bestimmt. Ja, danke. Du sprengst ja noch echt was in die Luft. Du hast doch alles getan. Was läuft eigentlich bei dir gerade so? Männer? Tja, wenn mal wer in den Laden kommt, der mir gefällt, dann natürlich nur, um Blumen für irgendeine Frau zu kaufen. Blumenladendilemma. Genau. Lass uns fahren. Ja, komm, lass uns fahren. Du kannst doch nichts machen. Klar kann ich. Halt dich jetzt besser raus. Quatsch. Mach dich nicht kaputt. Rainer. So. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Aber jetzt tu mir bitte einen Gefallen und steh mir nicht im Weg. Fahr nach Hause.